Die 150 Gramm Protein-Dönerrolle. Influencer präsentiert, Max probiert. Das Format, wo ich Influencer-Rezepte ausprobiere und schaue, ob die wirklich so geil sind, wie die Influencer das Ganze anpreisen. Heute eine Dönerrolle vom lieben David Längauer. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht herum. Das Ding sieht schon urgeil aus. Aber wie das Ganze geht, das zeige ich euch jetzt. Zutaten sind fertig, Equipment ist fertig. Ich bin noch nicht ganz fertig. Alright, alles klar. Und wir brauchen gar nicht so viel. Wir brauchen nämlich einfach nur 400 Gramm feinstes, von Menschen getötetes Geflügel. Landeier. Natürlich Freilandhaltung. Weil wir unterstützen ja keine Bodenhaltung. Laber nicht so viel. Das ist mir wichtig. Quarkermark, Tomate, Zwiebel, Knoblauch, der obligatorische Salat und natürlich feinstes Gyros-Gewürz. Habe ich letztes Mal Props bekommen, weil das übelst geiles Ding ist. Und das Salat. Salat, ne? Salz, Käse und ich würde sagen, High Protein, Low Carb, Dönerrolle, wir kommen. So, David, was fangen wir an? Und wir beginnen mit dem Teig. Alles klar, danke dir, Digga. So, brauche ich noch nicht alles. Ach ja. Als erstes machen wir natürlich den Teig, also den Boden, also die Rolle. Dafür brauchen wir ganz entspannt 250 Gramm Quarkermark. Drei Eier. 10er. Hä? Selbst ich kann das nicht mal mit einer Hand. God Ramsay, immer hier. Warum kannst du das mit einer Hand? Ich hab keine Ahnung, Bruder. Ich weiß nicht. 50 Gramm. Eigentlich Leitkäse, aber ich meine, ich bin in der Massephase. Da geht auch ganz normaler Käse. Das Ganze erstmal schön verrühren. Natürlich, Salz nicht vergessen, ihr wisst Bescheid, Freunde. Nicht sparen für den Bomb. Dann einfach vermischen. Das sieht so richtig. Weiß ich nicht. Sieht aus wie. Teig. Ja. Das war's tatsächlich schon. Jetzt einfach eine miese Schüssel ziehen. Ja, ne? Alles klar, Digga. Dann nehmt ihr die Schüssel und haut da einfach euren Teig da drauf. Dann hier schön verteilen. Finn hatte gerade noch die richtig gute Idee, noch so ein bisschen Sesam da drauf zu streuen, damit es so einen geilen Burger-Look bekommt. So, dann kommt der ganze Spaß einfach für 20 Minuten in die. Ich wollte schon wieder Mikrowelle sagen. 20 Minuten in den Ofen, Abfahrt. Ja, und jetzt ne, Fleisch am Brand, würde ich sagen. In die Brust. Das soll eigentlich cool aussehen. So, dann einfach eine Pfanne und da einfach 2 Esslöffel Olivenöl oder halt auch einfach irgendwas anderes. Also für alle, die jetzt hier sagen, hey, ich will ein bisschen Kalorien sparen, 1 bis 2 Esslöffel Olivenöl reichen komplett aus. Wenn ihr sagt, hey, Massephase, Bruder, muss ballern, dann geht auch ein bisschen mehr. Dann währenddessen jetzt. Das Hähnchen in eine Schüssel, ein wenig Salz darüber und vor allem jetzt der legendäre Game Changer, Leute, Gyros-Gewürz. Vertraut mir, dankt mir später, macht's einfach. Hier schön. Nicht sparen, einfach vermischen. So, und dann einfach, wenn die Pfanne erhitzt ist, wie ein Gourmet-Koch. Einfach abdecken und dann geht's schon weiter. Dann nehmen wir einfach uns den Salat, die Zwiebel und die Tomate und schnippeln die, würde ich sagen, ne? So, und dann für die Soße einfach nur nochmal den schönen, guten, alten Magerquark nehmen. War eigentlich so richtig schön so. Diesen Markquark so richtig schön tief aussprechen. Habe aber direkt gemerkt, dass absolut nichts wird. Versuch nochmal. Nee. So, dann dazu. Schoko-Zitrone. So, dann hier rein einfach. Eine schöne Knoblauchzehe, gepresst. Empfehlenswert vor einem Date. Macht sich richtig gut. Ein bisschen würzen mit Pfeffer. Verrühren. Als Add-on könnt ihr auch einfach hier noch Kräuter reinhauen. Machen wir jetzt nicht, weil wir haben jetzt hier gerade keine da. Aber nicht so schlimm. Wie gesagt, könnt ihr einfach einen Kräuterquark draus machen. Wir haben jetzt eine schöne Knoblauchsoße draus gemacht. So, und ja, das sieht schon richtig gut aus. Nice. So, wenn das jetzt fertig ist, einfach wirklich das Teil nehmen, verkehrt rum, hier drauflegen, abmachen und jetzt geht's ans Belegen. Angefangen mit der geilen Kräutersoße. Macht ihr einfach so viel drauf, wie ihr wollt und verteilt das Ganze schön. Nicht zu voll, weil wir rollen das Ganze dann noch ein. Dann kommt unser Hähnchen. Hier einfach schön ein bisschen was drauf. Und dann noch Tomaten, der obligatorische Salat. Ey, das sieht schon wieder viel zu viel aus. Nicht zu voll, weil wir rollen das Ganze dann noch ein. Alles klar, Digga. Und jetzt einfach nur noch zu. Oh nein. Nein, es ist ein bisschen aufgegangen, aber. Oh mein Gott, es ist fertig. Gönnt euch dieses geile Gerät mal. High Protein, Low Carb, unglaublich geile Nährwerte. Boah, das sieht so nice aus. Ich bin richtig gespannt, wie das schmeckt. Geschmackstest. Uff. Fällt ein bisschen auseinander, aber ich würde sagen. Nope. Mist. 3, 2, 1. Kommt dauert so lange.
Kann man sie auf jeden Fall geben. Nee, aber ganz ehrlich, es schmeckt richtig, richtig nice, aber nicht wie ein Döner. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich würde es nicht als Döner erkennen, aber es ist ein geiler Nährwert. Es schmeckt, wie gesagt, richtig, richtig nice. Deswegen würde ich sagen, es bekommt von mir eine 8 von 10, weil schmecken tut es nice, aber nicht so, wie es angepriesen wird. Also, weil David Lengau sagt in seinem Video, es schmeckt wie ein Döner, ich schwör's euch. Finde ich halt nicht, aber es ist auf jeden Fall wert, das Ganze nachzumachen, weil, wie ihr seht, das ist eine riesen Portion. Das Ding ist immer übelst groß, da wird der ein ganzes Volk von satt. Oder halt ein halber Max, kommt drauf an. Und deswegen, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich würde sagen, ich verleibe mir das Ganze jetzt mal auf ganz delikater Basis ein. Und Homies, damit vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's, wenn ihr mehr von diesem, ja, neuen Content Piece haben wollt, würde ich sagen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst vor allem einen Kommentar da, welche nächsten Influencer-Rezepte ich mal ausprobieren soll, ich mal auf den Grund gehen soll, mal schauen soll, ob die das halten, was sie versprechen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, haut rein, ciao, ciao, stay flexed, stay blessed und wir sehen uns.